Deutschland hat schöne und weniger schöne Orte. 2018 kürte die ARD-Sendung Extra 3 Ludwigshafen zur hässlichsten Stadt Deutschlands. Aber ist sie wirklich so hässlich? Will der liebe Gott dich bestrafen? Schickt er dich nach Ludwigshafen? Stellt euch vor, ein Hauptbahnhof ohne eine öffentliche Toilette. Ich habe fliegende Nudeln, Leute. Hallo Leute, hier ist Hazel und willkommen zu einem neuen Video. Ich verbringe heute einen Tag in der hässlichsten Stadt Deutschlands, aka Ludwigshafen, und möchte an dieser Stelle sagen, dass wenn eine Stadt als hässlich deklariert wird, dann haben die Bürger auch keine Schuld daran, sondern nur die Stadt. Das war mein kleiner Disclaimer. Ich möchte heute einfach schauen, ob die Stadt wirklich so hässlich ist, wie man sagt, und ob sie vielleicht schöne Ecken hat und ob wir vielleicht was Leckeres zu essen finden hier. Ich bin erst gestern Abend angekommen und habe noch nicht viel von der Stadt gesehen. Ich wollte eigentlich mit der S-Bahn hier rüberfahren von Mannheim zum Ludwigshafener Hauptbahnhof, aber mir wurde von Mannheimern abgeraten, den Bahnhof zu betreten. Deswegen musste ich ein Taxi nehmen und habe noch nicht viel von der Stadt gesehen. Aber ich konnte gestern Nacht mein Hotel von draußen sehen. Und als mich das Taxi abgesetzt hat, meinte er, hier ist das Hotel. Ich so, wo genau? Ihr müsst es euch ungefähr so vorstellen, dass ich gestern hier rausgelassen worden bin und mich gefragt habe, wo mein Hotel sein soll. Ich musste halt durch diesen Parkplatz und das sah halt überhaupt nicht schön aus. Von innen ist es ganz okay für den Preis, den ich gezahlt habe. Genau wie ich erwartet habe. Nichts super Luxuriöses, aber ich finde es auch nicht schäbig. Ich finde, es ist sogar das Schönste, was ich bis jetzt hier gesehen habe. Und apropos Preis, da kommen wir zum heutigen Sponsor, und zwar ist es NordVPN. Mit NordVPN konnte ich nämlich bei meiner Hotelbuchung sparen. Falls ihr nicht wisst, was eine VPN ist, also ihr verschlüsselt quasi eure IP-Adresse und verbindet euch mit einem Server von NordVPN. NordVPN hat 5600 Server weltweit. Als ich nach einem Hotel gesucht habe, habe ich ganz klassisch im Internet geschaut. Das waren dann die Preise, die mir so vorgeschlagen worden sind. Dann habe ich mich aber mit NordVPN in einen thailändischen Server eingeloggt und dann war ich quasi für das Internet in Thailand. Dann wurden mir plötzlich günstigere Hotelpreise vorgeschlagen. Ich habe insgesamt 3 € gespart, was ich ziemlich nice finde, denn mit meinem Link kostet das 2-Jahres-Abo NordVPN auch nur 3,17 Euro im Monat und dann habe ich immer alles wieder drin, was ich ausgegeben habe für NordVPN, finde ich richtig nice. Und außerdem hat NordVPN, wie ihr wisst, viel mehr Features, die nützlich sind. Zum Beispiel wurde letztens in Italien ChatGPT gebannt. Und stellt euch vor, das wird jetzt auch in Deutschland gebannt. Dann könnt ihr mit NordVPN euch einfach einen anderen Server aussuchen und wieder ChatGPT benutzen, weil ich benutze das echt oft. Also, falls ihr euch interessiert für NordVPN, checkt gerne meinen Link und holt euch meinen exklusiven Deal. Und wir checken jetzt die hässlichste Stadt Deutschlands aus. Bevor ich starte, komme ich erstmal in den Genuss, indem ich mal auf den Balkon gehe. Ich sehe sehr viel Beton. Es ist definitiv eine Industriestadt. Sieht man da an diesen Industriewolken. Also auf den ersten Blick würde ich jetzt nicht sagen, dass es hässlich ist. Es gibt einige Ecken in Deutschland, die sehen genauso aus. Schauen wir weiter. Also was ich bis jetzt gesehen habe, es ist nicht super hässlich. Mir ist aber direkt aufgefallen, dass es sehr leer ist hier. Ludwigshafen richtig humorvoll meiner Meinung nach auf ihren Titel als hässlichste Stadt reagiert. Und zwar bieten sie Germany's Ugliest City Tours an. Also es gibt tatsächlich Stadtführungen, die zeigen, wie hässlich die Stadt ist. Also auf den ersten Blick, finde ich, gibt es hier sehr viele Grünflächen, die auch bepflanzt worden sind mit Frühlingsblümchen. Sieht ganz hübsch aus. Ich glaube, hinter mir ist so der Grund, warum das Stadtbild hässlich aussieht, weil fast alles leer steht. Es könnte auf jeden Fall die Filmkulisse von einem After-Zombie-Apokalypse-Film sein. Aber Zombie-Apokalypse im Frühling natürlich. Der Baum sagt, es ist Frühling. Ich habe schon so viele Probleme, hier den Fußgängerweg zu finden, weil ich habe auch online gelesen, dass es sehr fußgängerunfreundlich ist. Also wenn man nur so über die nächste Straße möchte, muss man schon mehrere hundert Meter bis zu 1 Kilometer laufen, um da drüber zu kommen, obwohl der Luftweg so 20 Meter sind. Ich will doch nur darüber. Ja, wie ihr sehen könnt, wird das Stadtbild von ganz vielen so Hochstraßen geprägt, so ganz typisch Amerika-California-Style. Aber dadurch ist es genauso fußgängerunfreundlich wie in Kalifornien. Und die Instandhaltung ist tatsächlich sehr, sehr teuer, weshalb auch viele Hochstraßen stillgelegt worden sind, wie diese hier.
So, nach einer kleinen Ewigkeit habe ich es zum Danziger Platz geschafft. Das ist der Start der Ugly City Tour. Ich kann auf jeden Fall verstehen, warum die Germany's Ugly City Tour hier startet. Hier in der Mitte steht einfach ein Brunnen, der wurde 1930 gebaut, in der Zwischenzeit auch einmal restauriert, aber seitdem wurde nichts mehr gemacht, der ist stillgelegt. Und so sieht das auch aus. Jetzt verstehe ich auf jeden Fall den Spruch, will der liebe Gott dich bestrafen, schickt er dich nach Ludwigshafen. Aber ich finde persönlich die Häuser und Wohnungen von außen sehr hübsch. So architektonisch gibt es sehr viel Abwechslung, so alte Bauten, neue Bauten. Ludwigshafen ist nämlich eine super junge Stadt. Die Nachbarstadt ist ja Mannheim und Mannheim wurde im 8. Jahrhundert schon gegründet und Ludwigshafen erst im 16. Jahrhundert. Also noch eine sehr relativ junge Stadt und es ist auch eine Nachkriegsstadt, weil während der Kriegszeit wurde hier super viel beschädigt. Deswegen wurde dann alles funktional nachgebaut und es wurde nicht viel Wert auf Ästhetik gelegt, weshalb man auch ganz gut versteht, kann, dass es so aussieht, wie es aussieht. Wir sind jetzt nur ein paar Meter weiter gelaufen in der Benckiser Straße 50. War früher gedacht als so Flanierzone, dass man hier so schön und gerne spazieren geht. Und da ist die Unterführung. Sieht nicht so schön aus, aber ich muss sagen, ich habe noch nie eine super schöne Unterführung gesehen. Also in Berlin gibt es auch sehr, sehr hässliche Unterführungen. Es wurde mir aber nicht geraten, nachts dadurch zu laufen, weil es super schlecht beleuchtet ist. Es war tatsächlich mal gut beleuchtet, dann haben sie gemerkt, dass die Instandhaltung teuer ist und deswegen ist da jetzt nur noch ganz schlechtes Licht. Das sehen wir sogar. Und so wie ziemlich jedes Stadtbild ist hier sehr viel Graffiti. Aber nachdem wir es aus der Unterführung geschafft haben, ist hier ein ganz schöner Weg zum Spazieren. Mit Ausblick auf die Hochstraße und viel Autolärm. Wir sind hier tatsächlich an einem richtigen Lost Place, denn das war hier mal eine U-Bahn. Also es gab eine Phase in 1970, wo U-Bahnen halt vom Bund finanziert wurden zu 90% und da dachte sich Ludwigshafen, machen wir mit, lassen wir uns auch finanzieren eine U-Bahn. Dann wurde die U-Bahn 2008 weitestgehend stillgelegt und das war die allererste U-Bahn in Deutschland, die stillgelegt wurde. Ich bin ein bisschen traurig, dass wir nicht wirklich reingehen können und uns die Gleisen anschauen können, aber das ist so eine der Stationen, die komplett stillgelegt sind. Die anderen U-Bahn-Stationen werden tatsächlich noch genutzt, aber nicht für die U-Bahn, sondern da fährt jetzt eine andere Bahn durch, die aber nicht die U-Bahn ist. Hinter mir seht ihr das Rathauscenter und das Rathaus. Also man kann sich halt denken, okay, das ist das Stadtzentrum. Es ist mitunter die wertvollste Fläche hier, so immobilientechnisch gesehen. Und man könnte hier voll die krassen Sachen bauen, um halt die Wirtschaft anzukurbeln. Aber man hat einen einstöckigen, riesigen Parkplatz gebaut. So, neben mir könnt ihr jetzt noch die berühmten Pilzdächer sehen. Früher war die Fußgängerzone so zu ein Drittel mit diesen Pilzdächern überdacht. Dann haben sich aber einige Leute darüber lustig gemacht, dass das halt ulkig aussieht. Dann wurde das abgebaut und das sind quasi noch die letzten Überreste der Pilzdächer, quasi ein Denkmal. Kommen wir aber mal zurück zum Rathaus und Rathauscenter. Wie ihr sehen könnt, sind da so eine Bezaunungen, weil es komplett stillgelegt wurde. Und es gibt auch eine Planung, dass es bald abgerissen wird und umgebaut wird. Also da können wir auf jeden Fall gespannt bleiben. Aber es ist einfach so krass, weil das war ehemals mal das Stadtzentrum. Also hier hat Ludwigshafen gelebt. Und es ist einfach stillgelegt worden. Und ich frage mich halt so, wo geht man einkaufen? Ich bin schon seit über einer Stunde hier unterwegs, habe keinen Supermarkt gefunden und auch kein Restaurant. Und langsam habe ich Hunger, denn ich wollte ja auch in diesem Video was Leckeres zu essen finden. Denn ich meine, Stadt kann hässlich sein, so viel sie will. Wenn es was Gutes zu essen gibt, kann ich noch damit leben. Also hier neben dem Rathaus kann man erahnen, dass es mal ein Café und Bistro gab. Jetzt ist da nichts mehr, nur noch ein Infocenter. Und die U-Bahn heißt ja jetzt auch U-Bahnhof Rathaus, aber es war tatsächlich mal früher der Hauptbahnhof. Der Hauptbahnhof wurde aber verlegt und ich sag euch, diese Stadt hier ist nur hässlich, weil bei der Stadtplanung so viel schief gegangen ist. Also ich bin wie gesagt gerade in der Innenstadt und laufe durch die Shoppingstraße. Also jede Stadt hat ja so eine Straße, wo es an den Seiten immer so Läden gibt und hier gibt es echt wenig, aber sehr praktische Sachen wie ein Laden für Hörgeräte, Optiker, Friseur, Blumenladen, Bäckerei. Nichts so, wo man shoppen könnte, aber
Ich habe ein paar Restaurants gesehen, Italiener, Griechen. Wir suchen uns was raus. Es hat mich natürlich zu einem Asiaten hingezogen. Modern Asian Kitchen. Google Maps Fotos sahen gut aus. Rein da. So Leute, ich bin auf jeden Fall sehr positiv überrascht. Selten so ein riesiges Restaurant gesehen, wirklich. Man kann da hinten einfach Geburtstag feiern an einem langen Tisch. In Berlin suche ich immer nach solchen Restaurants. Mein Getränk sieht fancy aus. Die Karte sieht auch sehr fancy aus. Und vom Menü her, es gibt sehr viel Auswahl. Halt Sushi, aber auch Curry und Nudelgerichte und auch ein sehr Instagrammable Gericht, was ich bestellt habe, werde ich euch dann gleich zeigen. Aber ich sage nichts, bevor es nicht den Taste-Test gibt. Ich habe hier hausgemachte Limonade und ich habe das bestellt, weil da Pandannuss drin ist. Es ist etwas super typisch in Asien. Durch die Pandannuss schmeckt alles so nach Kokosnuss, aber hat trotzdem seinen Eigengeschmack und der Geschmack kommt richtig stark durch. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ich habe fliegende Nudeln, Leute. So, und während ich hier esse, könnt ihr mir ja mal gern kommentieren, aus welcher Stadt ihr kommt und ob ihr sie schön oder hässlich findet. Also ich komme aus Berlin und es hat schöne und hässliche Ecken, aber meistens schön. Und es ist, glaube ich, so eine Art Mango-Curry. Die Mangosüße kommt richtig gut durch. Ich bin ganz zufrieden. Da hat man sich was Schönes bestellt, aber praktisch ist es jetzt nicht. Kann man machen. Ich habe meine Nudeln jetzt runtergeholt, weil das war echt unpraktisch. Das war einfach nur für Instagram. So, jetzt haben wir noch das Dessert. Darauf habe ich lange gewartet. Ich habe ihnen einfach das Google-Foto gezeigt und gesagt, ich möchte einmal das. Und es sieht sehr hübsch aus. Das Auge ist mit. So viel Mühe könnte man sich auch mal in die Stadtplanung geben. Ihr könnt euch sicher denken, wie Mochi-Eis schmeckt. Das kann man kaufen. Aber so schön angerichtet schmeckt es natürlich besser. So, jetzt bin ich endlich wieder satt. War ein nicer Besuch auf jeden Fall. Dennoch, wenn das jetzt so einer der wenigen Highlights ist, ist es für mich persönlich ein bisschen zu wenig. Würde mir auf Dauer zu langweilig werden. Deshalb wohne ich ja auch in Berlin. So, also an diesem Ort hier laufe ich gerade zufällig vorbei, weil das ist wirklich der schönste Ort, den ich heute gesehen habe in Ludwigshafen. Hier fährt auch in der Mitte die Bahn, erinnert mich ein bisschen an Warschauer Straße, aber ist sogar viel schöner als unsere Berliner Warschauer Straße. So, ich bin jetzt übrigens am Rhein, der Mannheim von Ludwigshafen trennt und stehe hier nur, um einen ganz gemeinen Spruch zu sagen. Falls ihr aus Ludwigshafen seid, ihr könnt eure Ohren jetzt zuhalten. Das Schönste an Ludwigshafen ist die Aussicht nach Mannheim. Also mir wurde gesagt, dass Mannheim und Ludwigshafen eine gewisse Rivalität zwischeneinander haben. So jeder behauptet von sich, dass sie besser sind. Aber das kennen wir ja auch von Köln und Düsseldorf. Wir haben ja vorhin gesehen, dass das Rathauscenter geschlossen hat. Es gibt natürlich etwas Neues als Ersatz, und zwar die Rheingalerie. Und die Rheingalerie ist jetzt mitunter das städtischste, was ich hier jetzt gesehen habe, was auch sehr schön und modern aussieht. Ihr seht das vielleicht nicht von hier, aber die Rheingalerie ist super, super lang. Und als ich sie gesehen habe, habe ich eher das Gefühl gehabt, dass sie fehl am Platz ist, weil sie hat die komplette Aussicht auf den Rhein verdeckt. Von außen sehe ich ganz, ganz viele Shops. Also man muss jetzt nicht extra nach Mannheim zum Shoppen fahren. Man kann auch hier shoppen. Auch generell dieser Ort lädt auch ein, um sich zu treffen, um hier, keine Ahnung, auf ein Getränk sich hinzusetzen. Und es ist alles sehr hübsch an diesem Ort. Ich bin jetzt noch mal in die Rheingalerie gelaufen, um mir das Ganze anzuschauen. Und die Auswahl ist echt, echt groß, weil es gibt hier H&M, C&A, Zara, Snipes, Peek und Kloppenburg. Also schon eine richtig, richtig große Auswahl. Ich habe aber noch mal geguckt, ob es Supermärkte gibt, und es gibt gar keine Supermärkte mehr. Auf jeden Fall besser ausgestattet als einige Center in Berlin. Aber es ist ja auch der einzige. Also hier muss ja auch alles sein. Wir sind jetzt hier beim Hauptbahnhof, und zwar genau, wo die Tram fährt. Und da habe ich online gelesen, dass sie viergleisig ist, aber nur zwei Gleisen benutzt werden. Und insgesamt kostet die ganze Instandhaltung des Hauptbahnhofs jeden Monat 35.000 Euro, auch wenn nicht alles genutzt wird. Also die Seite wird benutzt, wie ihr sehen könnt, und die hier nicht.
Fun Fact, es gibt tatsächlich auch ein paar berühmte Personen, die aus Ludwigshafen stammen, unter anderem ehemaliger Bundeskanzler Helmut Kohl. Und vielleicht kennt ihr diese Person ein bisschen mehr, Apache 207. Heute ist Ludwigshafen komplett vom Fernverkehr ausgeschlossen. Hier fährt kein ICE. Wenn man den Fernverkehr nutzen möchte, muss man erstmal nach Mannheim, was auch gar nicht so weit weg ist. Mannheim ist wirklich nur 5 Minuten mit der S-Bahn. Es ist übrigens auch die einzige S-Bahn hier, die 2 Bundesländer verbindet. Man kann hier keine Fahrkarten kaufen bei der Bahn. Man muss jetzt zur Station Rhein-Mitte. Und seit 2006 gibt es hier auch keine öffentlichen Toiletten mehr. Stellt euch vor, ein Hauptbahnhof ohne eine öffentliche Toilette. Das ist schon voll krass. Und das Krasseste ist, dass 1969 dieser Bahnhof tatsächlich auch den Titel modernster Bahnhof Europas bekommen hat. Anscheinend komplett unverdient. Also wenn man hier erstmal ist, ist man ganz verwirrt, weil da sind 2 Gleise. Da drüben sind 2 Gleise. Hier ist noch irgendein unterirdischer Weg und ich weiß nicht mal, wohin der führen soll. Man muss hier wirklich super viel laufen, um von einer Station zu kommen. Also die Straßenbahn ist richtig weit weg. Wenn man dann umsteigen möchte, um mit der S-Bahn zu fahren, muss man halt mehrere 100 Meter laufen. Dann nimmt man manchmal gerne das Auto. Ich habe auch hier schon ein paar Jugendliche reden hören. Die freuen sich, wenn sie endlich ihr Auto kriegen. Und ich kann es verstehen. Und das Ganze ist halt super, super unpraktisch für die Fahrgäste. Und auf die kommt es an. Und dadurch, dass es hier wenig Fahrgäste gibt, lohnt es sich auch nicht mehr, den so krass instand zu halten. Und abschließend wollte ich euch noch einen sehr schönen Ort in Ludwigshafen zeigen. Denn ChatGPT hat gesagt, es ist unfair, Ludwigshafen einfach als hässlich zu bezeichnen. Und wenn eine künstliche Intelligenz sagt, das ist unfair, dann sollten wir auf jeden Fall auf unseren Menschenverstand vertrauen und auch die schönen Ecken bewundern. Und ich bin hier im Ebertpark. Und was mir direkt auffällt, ist es auf jeden Fall super, super sauber hier. Auch sehr wenig Menschen. Hat auch seine Vorteile, ist sehr entspannt. Kann man sehr schön spazieren. Mein Fazit ist tatsächlich, es gibt schöne Orte in Ludwigshafen, aber es gibt natürlich auch hässliche Ecken, wie in jeder Stadt auch. Ich sehe hier in dieser Stadt aber noch viel mehr Potenzial, wenn mal angefangen wird zu restaurieren und zu bauen. Kann ich definitiv sehen, dass es eine schöne Stadt sein kann. Ich war aber noch nicht in allen Städten in Deutschland, deswegen kann ich nicht bestätigen, dass Ludwigshafen die hässlichste Stadt ist. Schreibt mir aber mal gern in die Kommentare, welche Stadt ihr in Deutschland am hässlichsten findet und welche ihr am schönsten findet. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, hinterlasst mir gerne einen Daumen nach oben und vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Dann habe ich nämlich bald 500.000 Abonnenten. Oh, und vergesst nicht, mir auf Instagram und TikTok zu folgen, weil dann wüsstet ihr, dass ich in Ludwigshafen war.